Liebe Freundinnen und Freunde, das kommt jetzt keine Grundsatzrede, sondern erstmal ein Danke an euch, dass ihr hier seid, hier bleibt und euch hier dem braunen Mob in den Weg stellt. Und ich bedanke mich als konkret bei dir, Rola, aus Chemnitz von Welcome United, bei meinem Freund Ali vom Sächsischen Flüchtlingsrat und all denen, die hier für die Rechte von Flüchtlingen eintreten. Wir wollen keinen blau-braunen Mob und schon gar nicht in einer Landesregierung. Okay, das seid ihr alle dafür. Aber das Wichtigste ist, dass dieser blau-braune Mob-Gedanke nicht so einschleicht in das Handeln von Behörden und Regierungen. Und da muss hier in Sachsen sich was grundlegend ändern in dieser CDU. Das ist eine super Stadt, Dresden. Es ist eine Touristenstadt. Sie ist schön. Aber wenn ich dann hier mit meinen Freunden in die Hamburger Straße gehe und sehe, dass direkt neben dem Zaun und dem Gitter der Abschiebungshaft die Erstaufnahmeeinrichtung ist und dass direkt der Weg rübergeht in den nächsten Flieger, dann sage ich, dann wird die Würde des Menschen verletzt. Und dieser nächste Flieger darf nicht starten nach Kabul, nach Afghanistan. Er soll am Dienstag gehen. Und er darf weder in Leipzig abheben, noch in Frankfurt, noch in sonst einer deutschen Stadt. Man schiebt dich ab in Kriegs- und Krisengebiete. Wir wollen eine andere Politik. Und diese andere Politik muss auch in Sachsen konkret werden. Und es heißt nicht nur sagen, nö, wir wollen nicht nach rechts abrücken, sondern wir wollen und appellieren, gerade wenn jetzt sich anbahnt, Geplänkel, Grüne in die Regierung, Sozialdemokraten wieder in die Regierung, so vielen haben letztere leider nicht gebracht, oder Linke rein. Mir ist ziemlich wurscht, wer hier regiert, aber die Politik muss sich ändern, muss konkret werden. Und deswegen müssen diese Sammelunterkünfte weg. Und es ist skandalös, wenn hier in Dresden, einer wohlhabenden Stadt, wo massiv Geld investiert ist, Menschen getrennt sind durch so Zeltnähte, die nach oben offen sind und eine Familie über Monate hin dort festgehalten wird und nicht weiß, wie es weitergeht. Zelte sind Symbole der Abschreckung. Und wenn die hier in Dresden getarnt sind mit der Leichtbauhalle, das ändert nichts daran an der Menschenunwürdigkeit. Wir wollen ein weltoffenes Sachsen. Wir wollen ein weltoffenes Deutschland. Und nicht nur für euch oder für Flüchtlinge, sondern für uns. Und diese Menschenrechte werden abgeschafft im Moment. Noch nicht in Deutschland. Aber unser Signal hier, das muss ausstrahlen bis nach Italien. Dort sehen wir, was passiert, wenn Rechtspopulisten, Rechtsextremisten an die Regierung kommen. Dann schaukelt sich das hoch bis zur Abschaffung von Grund- und Menschenrechten. Und das ist eine Abschaffung der Rechte, wenn Menschen im Meer ertrinken. Und damit gebe ich das Mikro weiter. Und danke, dass ihr hier aus Dresden da so aktiv seid. Ja, danke an Pro Asyl. Hallo ihr Lieben, ich stehe hier für die Dresdner Seenotrettungsorganisation Mission Lifeline. Eigentlich sollte Klaus-Peter Reich heute hier stehen, doch er ist seit gestern Nacht im zentralen Mittelmeer unterwegs. Dort wird er gerade mehr gebraucht. Mit dem Schiff Eleonore ist eine 10-köpfige Crew unterwegs, um die Menschenrechte zu verteidigen. Viele Grüße ins Mittelmeer. Gemeinsam mit den Dresdner Initiativen HOPE, ZIVD, Nationalismus raus aus den Köpfen, Seebrücke und vielen anderen Tollen setzen wir heute ein Zeichen für Solidarität und gegen Ausgrenzung. Eine Woche vor den Landtagswahlen in Sachsen wollen wir einmal mehr zeigen, wie unteilbar wir sind. Aus diesem Grund sagen wir ein riesiges Dankeschön an alle, die sich für Seenotrettung einsetzen, sowohl an die Crews auf den Schiffen als auch an Land. Wir sagen Danke an alle, die für die Würde eines jeden einzelnen Menschen einstehen. Die aktuelle Situation für die zivile Seenotrettung ist und bleibt eine Katastrophe, auch wenn Mission Lifeline jetzt wieder im Einsatz ist.
Mehrere Rettungsschiffe waren oder sind festgesetzt und dürfen nicht auslaufen. Die Behörden legen Seenotretterinnen Steine in den Weg, wo es nur geht. Ein Beispiel, welches nur wenige Monate zurückliegt, ist der Umgang mit Lifeline-Kapitän Klaus-Peter Reisch. In einem Prozess, der eines Rechtsstaates unwürdig ist, wurde das Urteil gesprochen und Klaus-Peter zu 10.000 Euro Strafe verurteilt. Ganz ehrlich, das macht unfassbar wütend und wir werden dieses Urteil nicht akzeptieren. Wir haben Revision eingelegt. Das Schiff Eleonore ist frei und fährt jetzt durchs Mittelmeer. Doch die Lifeline bleibt beschlagnahmt. Das Rettungsschiff fehlt nun dort, wo es am dringendsten gebraucht wird, im Mittelmeer. In der Zwischenzeit sterben dort noch immer Menschen. Es ist nach wie vor extrem wichtig, dass so viele Schiffe wie möglich im Mittelmeer kreuzen, Menschenrechtsverletzungen dokumentieren und Menschen vor dem Ertrinken bewahren. Wir müssen jetzt gemeinsam handeln. Unterstützt uns auf missionlifeline.de. Seenotrettung ist eine Pflicht und kein Verbrechen. Danke für eure Unterstützung im Namen der Crew und des ganzen Vereins.